So Leute, da sind wir wieder bei Vegaschiff mit mir, Sefi und Jutes. Hallo. Bei Inazuma 11 Strikers Extreme 2012. In einzig wahren. Ich glaube, wir haben das schon. Oh, ich will immer noch nicht speichern. Nein, ich will mein Team nicht auf der Remote speichern, was ich recht cool finde. Ja, das stimmt. Oh, was sehen wir? Oh, nein, 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 ich will. Wie will ich das denn hier raus? Nein, das war's nicht. Müssen wir jetzt kaufen? Achso, ich dachte, man hätte das vielleicht schon standardmäßig, weil man ja auch die Trainingsanzüge standardmäßig hat. Hm. So, mal gucken. Wahrscheinlich das. Nee, das letzte ist wahrscheinlich die Girlies, oder? Ich muss jetzt da. Jetzt muss ich doch lesen. Ja, super. Nein, das ist Raimon. Bin ich mir zumindest recht sicher, dass es Raimon ist. Sonst müssen wir gleich alle im Pink rumlaufen. Habe ich's nicht gesagt? Nö. Ich hab auch gedacht, dass es Raimon ist. Wie weißt du mich zu schätzen? Nein. Dann gehe ich eben Ohren verkloppen. Die wissen, dass wir nicht zu schätzen, wenn man sie verdrischt. Die kommen dann nachher und bedanken sich. Oder sie bedanken ein, weil sie einverdreschen. Das ist immer so eine Sache. Schade, dass sich keiner Bartok gewünscht hat. Ja, hätte mich sehr gefreut, vor allem, weil du ja auch recht viel mit seinen beiden Bratzen machen kannst. Ja. Vor allem, der kann ja auch mit Dribblingstechnik ein Kilo zusammen. Ah, stimmt. Oder mit jedem Illusion Ball Nutzer, den es gibt, wovon es eine Menge gibt. Ja. Immer so mal für. Nein, Rätsel hätten wir Tobi Tucker reinpacken müssen. Tabadab! Ich glaube, ich nehme mal Tenma, weil der elementmäßig im Vorteil ist. Dauert nur eine Weile, bis er fertig ist. Ich hoffe, bis dahin bin ich noch nicht da. Ja, mach du das nur für deinen Bruder, der ist leider noch nicht da. Ihr kriegt das leider nicht, wie oft Aufwand du für ihn spielst. Tut mir leid. Uah, ich bin Tenma, der Furchtbare, und ich habe versagt. Furchtbar versagt. Ja, gegen so einen kleinen Kind. Den mag ich übrigens nicht, nur weil er klein ist. Wundert mich nicht. Damit ich dieses Klischee mal so ein bisschen ausheben kann. Bah, ich bin Tenma, ich töte. Meine Mission, töten. Und fliegen. Aber ganz besonders töten. Ich brauch nur einen D-Kraft, ne? Es geht auch mit C. Okay. Zumindest bei Go Extreme. Ich weiß nicht, ob das hier auch schon invented wurde. Ey, du. Oh, das kann er richtig. Bodycheck! Wir wollen ja eigentlich nicht tanken für Kase und Kabel noch aufpacken. Ja, da hast du. Nein, du schießt nicht! Du schießt nicht! Ich bin Kido! Ich hab die 14! Und bin cool! Was? Ich hab jedes Wort verstanden. Dann ist er geladen. Ich hab gerade einen anderen. Ja, ich bin an beiden vorbeigekommen. Ja, zurück, Herr Schadamäßig ist eine 13. Schätze. Burn? Ich wollte gerade sagen, wo ist er? Ja, ich hatte Kido stattdessen. Was ja voll schlau war, weil Kido ja voll nah am Ball war. Hm. War ja das Schlauste überhaupt, zu denen zu wechseln. Nein, 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 nichts, Tor. Mit 3-1. Das ist so klar. Diese Fratze im Hintergrund, weißt du, an wen die mich dezent erinnert? Ich war gerade von Fahrrad ein bisschen geplättet. Keine Ahnung. Majora's Mask? Nein. Dämon? Davon? Nein. Ich? Nein. Unsere Lehrerin? Damalige. Keine Ahnung. Ich habe während des Displays schon bittere Tränen vergossen. Ah! Erinnert mich ein bisschen an Demon Card.
Nein. Hoffe ich, ich blase diesen Specki bis ans andere Ende des Universums. Dafür, dass der mir so die Nerven geht. Können wir das mal klicken? Oh Gott. Klicken darf man, das gehört zum Spiel dazu. Und sonst machst du hier immer so. Machen Sorgen, ihnen die Fresse nicht polieren zu können. Oh. Ich hab Hirotunnel nicht im Team. Gib du den Ball her! Ja, Fuju, steh mir im Weg! Also vor allem, das finde ich auch so ein bisschen, die stehen sich ja manchmal echt selbst im Weg. Hm. Wir haben auch so... Alter, Bada, piss dich! Ich habe keine Lust mehr. Geh weg! Da. Ist er wieder da? Ich wollte doch gar nicht zu ihm! Also das passen, das regt mich ja auch gerade ein bisschen auf, weil das total ungenau ist. Ne, ich glaube, Fuju geschafft. Wenn er den nicht im Vorbeigehen den Ball liegen lässt. So, aber du hast deine Lektion gelernt. Vor allem, was macht das für einen Sinn, Stoß dahin machen zu können? Ich habe auch kein Problem mit dich weiter umzunehmen. Das macht mir Spaß. So. Kuckuck, bin ich nicht. Okay. Ich glaube, er ist kaputt. Ich glaube, er hat eingesehen, dass er nicht heiß genug ist, um ihn gegen Burn anstecken zu können. Oh nein. Hat sich sehr gelohnt, ihn zu holen. So, pfeif ab, pfeif ab, pfeif ab, pfeif ab. Siehst du, das meine ich? Komm, dass der Gegner am Ball nicht abgeschossen, aber du dran bist. Ja, na, sobald du den Ball hast, ne? Haben wir eigentlich noch Dingsens? Was ist Dingsens? Hier die, ach ja, hier fliegt diese Erfrischer. Die Drogen? Ja, die Drogen, die haben wir sogar noch. 10-mal jedes Mal. Sehr großzügig, möchte man meinen. Oh, ich habe vergessen, diesen Zahn zu packen. Woher darf ich den da erstmal? Ist das nicht Langstrecken? Glaube ja. Ich meine auch, dass das Langstreckenschiff ist. Ja, ganz toll. Dankeschön. Ich glaube, ich kann gleich Hirotu auf der Bank holen. Ja, die kennen wir und das freut mich wenigstens. Das stimmt sogar. Jetzt mal catch up, vielleicht. Dankeschön. Das fängt ja gut an. Ich will mir die Wiederholung davon nicht angucken. Es ist nicht lustig. Lach nicht. Das war so klar. Du kommst ja auch zu nichts. Also das ist auch so ein bisschen wie das Doofe hier an Ina, so mal die Schwachstelle, dass du da teilweise echt in eine Technik wie die andere nach der anderen rennst. So, jetzt geh ich dich so um, du weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Warum würde das sogar passen? Ja, vor allem auch, dass du bist am Laden und dann rennen die dann dir vorbei und haben plötzlich den Ball. Einer. So. Ich weiß noch, als das Spiel rausgekommen ist, kannte Zoe die Technik im Anime noch nicht. Ja, wir beide so mit großen Augen. Ui, er kann das. Ist das cool. Nochmal, nochmal, nochmal. Oh Gott, der war voll die Nerds. Ja. Ah!
Ich schmeiß mich da vor. Was hat das für einen Sinn? Ich weiß es nicht. Alter, lass das! Dafür hasse ich Ogre. Nicht du. Du bist doof, du darfst das nicht. Ja, Kase, da steht keine Sau. Warum passt du da hin? Weißt du, statt mal zu gucken, ob da auch einer steht. Wie man das im Leben normalerweise macht, bevor man passt. Ja. Oh, das ist er wieder geladen. Hey, da hat er irgendwie seine Hüfte bewegt hat. Ich sehe nur seinen Arsch zum Schluss. Das reicht mir schon. Ja, ich... Was... Oh. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich Ogre nicht mag? Mhm. Ich freue mich schon auf die nächste Mannschaft. Das ist dann, glaube ich, auch schon die letzte. Mhm. Oh. Ist das jetzt ein Mitleidsbonus? Komm in meiner Welt. Boah. Das wundert mich jetzt. Oh. Nein, der muss ja Catch A haben, wenn das schon gefällt. Ich glaube, B hat er standardmäßig. Langsam gehen mir nämlich auch die Optionen aus. Hol Fili oder mach alles klar. Ach, schade, dass Burn und Gazelle noch nicht ihre Doppeltacken können. Ja, das ist. Das... Ach, geht doch alle weg! Wir sehen, ob Gazelle was reißen kann. Der ist ja wenigstens im Elementvorteil. Und er hat ein Buch gelesen. Lesen ist toll, Leute. Wissen ist Macht. Das würde ich sogar nicht verleiten. Nicht mal das geht rein. Code und Pinion 2. Fliegen ist ja auch gewinnt. Kommt schon angetrappt, Leute. Girlies. Wir haben ein Date mit dem Schicksal. Was für ein Wortspiel. Müssen wir wohl unseren Joker rausholen, wa? Es gibt es. Glaube es. Sieht cool aus. Müssen sie noch Catch irgendwie Dings gehen müssen? Ich muss jetzt auf Angriff gehen. Ja, stimmt, okay. Oh, ich hätte ein Item für Zorugis TP benutzen müssen. Ich habe zu spät gesehen, dass er so wenig hat. Ja, dann muss Lurutsch das irgendwie rocken. Bis jetzt ist er ja noch unser unangefochtener Ogre-Killer. Langsam wird's mit der Zeit ein bisschen knapp. Der war noch drin! Oh, Pilot muss ja auch erstmal geladen werden. Ja, das ist nämlich das Problem. Ja, Fidio! Hätte ja mal mit dem Kopf hingehen können. Nein! Ja, sonst gibt's ja Verlängerung noch. Kann jemand bitte einer umnieten? Dankeschön. Er war doch noch nicht mal am Ball. Er hatte ihn nicht mal. Das ist auch so eine Sache, die mich im Spiel echt negativ ankreide. Die aktivieren ihre Technik, bevor du am Ball bist. Und sobald du auch nur in die Nähe des Balls kommst, können sie aktivieren. Ja. Oh. Die können hier alle irgendeinen Scheiß.
Da fand ich das System von Ghost Strikers echt gut, wo du das wenigstens noch aushebeln konntest. Mhm. Mit einer Dribblingstechnik, die hier ja absolut nichts bringt. Er hat eh eine Level 3 gemacht, der war geladen. Versuchen wir es. Vielleicht kriegt er ja seinen altbewährten Hero-Bonus, auch wenn er nicht aus seiner Ecke geschossen hat. Wäre ja zu schön gewesen. Also so langsam gehen mir die Optionen aus, möchte ich anmerken. Weißt du, vor allem das Spiel liegt in meiner Hand, aber nee. Ja, darf ich? Danke. Schön, dass Fidio tot aufgreift. Das war ja auch mal gedacht. Ja, toll, steht Ella vor. Ich weiß nicht, ob er eine Blocktechnik kann. Scheine, ne? Ja. Doch. Ist jetzt nicht wahr, oder? So, mach mal das Ganze. Jetzt aber mit dem Schuss höher. Ich presse so die Backen. Noch weiter kann ich sie nicht pressen. Gott sei Dank. Oh, er hat nur noch 17 TP. Oh. Spamming Time. Bitte lass die jetzt nicht geladen sein. Oh, ganz toll. Dankeschön, Hiroshu. Ich weiß schon, warum ich dich hier gern habe in dem Spiel. Du kannst nicht. Du kannst auch nicht. Oh, kannst nicht. Ich wollte gerade sagen, dass wir den eigentlich nicht lang sprechen. Kann ich einen? Hat er? Nein, hat er nicht. Ah, nee, ist glaube ich ein anderer Preis. Und der ist. Ich weiß nicht, irgendwann. Vielleicht haben sie ihm auch wieder seine Ball gekauft. So. Wiederin! Nido, yay! Ich hab jetzt auch nichts gemacht, aber hey! Ich bin immer ein bisschen aggressiver heute. Weil ich kann! Und wir sind seine Tipp hier im Keller. Ich bin irgendwie froh, dass Thelma da ist. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich das jemals sage. Schießt sie denn von mir? Schön, dass man das mit jeder Fratze hier machen kann. Ich will nicht mehr. Aber wir müssen schießen. Von daher ist das in der Masse gesehen die wertvollste Dreiertechnik, die du haben kannst. Es ist vielleicht nicht die stärkste, aber du kannst es wirklich mit jedem machen. Yay, so, das sieht doch schon ganz anders aus. Biete ich euch nochmal um. Wenn ihr es unbedingt so wollt. Ich glaube, an die Sacken ist nicht mehr. Weil ich kann. Da wolltest du mich gerade umnieten? Ach, Video!
Dich gibt's ja auch noch, du alte italienische Socke. Erstmal. Eigentlich könnten wir schon nach Hause gehen. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas Nützliches, irgendwas, was mir weiterhilft? Nicht wirklich. Wir haben nur Stimme auf der Bank, das ist nicht gut. Und eine Toilette. Oh, unsere Verteidigung ist, lässt echt zu wünschen übrig, möchte man meinen. Eigentlich müsste man fairerweise sagen, dass man irgendwie in einer Nachspielzeit ist. Verlängerung. Alter, voll an dem Das ist doch echt nicht wahr. Hast du gesehen, wie ich an dem vorbeigegrätscht bin? Ja. Als hätte der irgendwie so. Als wäre der aus Asbest, als wäre ich dran abgeprallt. Das ist doch echt nicht wahr. Ich weiß auch echt nicht, woran das liegt, dass die einen immer irgendwie den Ball wegnehmen, auch wenn die nur an einem vorbeirennen, um bei denen zu machen, was du willst, da kommst du einfach nicht ran. Ich schätze mal, das liegt an der Ballkontrolle oder so, weil Fudo kann das ja eigentlich auch ziemlich gut. Wenn du niedriger hast, dass du wahrscheinlich leichter abgenommen wird und bei höherer, dass du selber leichter abgenommen. Naja, macht Sinn, aber bei anderen Teams hatten wir das auch nicht. Ja, weil die wahrscheinlich höhere Werte haben. Das musst du auch. Ja, ich habe ihn umgenietet. Lebt damit, Spiel. Das Spiel. Ich will nicht. Er hängt sich. Dich niete ich um. Irgendwie. Na komm, lass es auch umnieten. Das stimmt. Alles, womit man umfällt, nietet man um. Ja. Kabel kann sich auch draufnehmen. Und weil es kann. Ach, ich bin auch gar nicht. Jetzt aber. Fudo. Pfaff. Ich glaube, Kido wollte das nicht können. Nee, du darfst das nicht. Weißt du, ich schieße von hier. Weil ich kann. Oh Gott, mir graut das Verzeihs. Zero hat nicht so einen schlimmen Torwart, das ist die Offensive schlimm. So. Sogar er fängt aber an zu gucken. Sehr unheimlich. Doch, die habe ich schon wieder genietet. Das ist übrigens ein Kerl. Wie ich erfahren habe. Dachte immer, es wäre ein Mädchen. Gen davor, schießt ein Tor. Ich glaube, er hat auch keine Trophäe. Wow. Schieß ihn von hier. Gen, nicht zu mir, nicht zu mir. Ich kann von überall schießen. Hat er ein Sinn für Autoschießen? Ja, das hat er auch noch. Alter, renn voll dran vorbei. Geh weg! Ja, die habe ich gegeben. Ich muss so viel voll schnell sein, wenn er so schnell treten kann. Ich wünschte, er könnte so schnell beim Laufen treten. Mensch, Fudo. Muss ja alles gucken. Ja, da wollte ich auch hinspielen. Aber der Gegner lässt mich ja nicht. Mensch, Spiel, lass doch Suki auch mal Video benutzen. Ich komme einfach nicht dazu, wenn da irgendeine Bratze immer im Weg steht. Video steht halt einfach extrem ungünstig. Hm. Ich glaube, das auch sowieso mal bei uns außen. Ich komme einfach nicht dazu. Das ist ein Hohn. Ein Hohn, sage ich. Alter, wie ist er gerade hochgegangen? Da war er plötzlich 10 cm größer. Ja, ich wollte Kino haben. Aber nein, ich wechsle erstmal zu Thelma, weil der hinter dem Gegner steht. Sehr vorteilhaft. Aber hier zu Kabel, der ist noch weiter weg. Je weiter weg, desto besser. Du hast es ja geschafft. Gott sei Dank. Kann ich meinen Rage-Motor wieder ausschalten? Also manchmal kann mich das Spiel echt aufregen, wenn es so ungenau ist. Mm. Da ärgerst du dich manchmal echt grün und blau drüber. Yay! Killerspiel.
wir sind da schon überlegen, aber das packe ich den irgendwann drauf, bevor wir es vergessen. Und macht das bei Kase und ja. Dass wir euch das wenigstens noch sagen können. Genau, wird's mir wahrscheinlich nicht viel bringen, aber hey, was man hat, das hat man, ne? Ja, vielleicht kann man damit ja noch TP abluchsen. Ja? Was? Was? Oh mein Gott! Das würdest du auch gerade sagen, ne? Ja. Vier Wirbel. Ding. Was ist das eigentlich für eine magische Tafel? Bla, 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 bla. Ja. Kann Dings dieses eigentlich auch drauf haben? Ja, da steht. Ja, aber wie so ein Stock im Arsch. So, jetzt kann er auch schießen. Yay! Ein kleiner nützlicher Faktor mehr. Da ist Fudo. Da ist Fudo. Er kann doch schießen. Yay! Fudo ist jetzt doch nützlicher. Ah, Fudo ist toll. Vor allem das Coole ist, Killer fehlt halt Feuer, genau wie er. Noch besser. Von daher lohnt sich das auch voll, dem das beizubringen. Bei ihm ist es ja... Und bei ihm ist es Holz. Also das ist sehr... seltsam. Ja, ja. Habe ich ihn gerade Judge Fruit 2 aufgepackt. Weil das ist, glaube ich, nämlich Feuer. Ja, das habe ich ihn aufgepackt. Er hat ihn. Ah. Und jetzt ist es echt... Ich werde es zwar vermissen, den Leuten in die Magengrube zu treten. Dafür kannst, aber du hey! Dafür kannst du sie jetzt wegwirbeln, das ist doch. Ich meine, ihn könnten wir eigentlich dazu drauflassen. Das ist ja auch eine Dribbeltechnik. Eine Dribbeltechnik ist Dribbeltechnik. Jetzt weiß er mit 3. Für ihn ist Just Food vielleicht sogar effektiver, wenn es Feuer ist. Mhm. Und er den Typenbonus kriegt. Außerdem macht das einfach zu sehr Spaß, damit Leute kaputt zu hauen. Ah, in dem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn Jute Zero in Angriff nehmen, wird die letzte Mannschaft. Ah, ich will nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao!